Für mich ist es immer wieder interessant zu beobachten, dass Leute auf Veranstaltungen miteinander nicht so wirklich ins Gespräch kommen, an den Tischen herumstehen, sich was zum Essen oder Trinken holen. Das ist ein Randeffekt vom Netzwerken, das gehört auch dazu, aber in Wirklichkeit geht es ja um ganz was anderes. Mit einer guten Vorbereitung, indem ich mir im Vorfeld schon überlege, wen könnte ich da treffen, mit wem möchte ich ins Gespräch kommen, kann ich auf einer Veranstaltung viel mehr bewirken, egal ob es jetzt bei BNI ist oder auch sonst im Rahmen von anderen Möglichkeiten zum Netzwerken. Ich selbst habe für mich die Leidenschaft entwickelt, das in der Praxis auszuleben, habe das auch über die Jahre erfahren und erlernen dürfen und teile dieses Geheimnis bzw. meinen persönlichen Erfolgsfaktor gerne mit anderen und lade dazu ein, das einfach einmal auszuprobieren und den üblicherweise formlosen Teil einer Veranstaltung zu nutzen, zum Netzwerken und gleichzeitig den formellen Punkten oder bei den formellen Punkten die Aufmerksamkeit auch den Referenten zu schenken.